Zwei Friebe, zwei Friebe, auf dem Boden und ein Dach. Zwei Friebe, zwei Friebe, guten Tag. Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Guten Tag. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Was ist los? Was ist los? Hab ich den Wecker gestellt? Nee. Was piepst du denn hier so? Das kommt von draußen. Da muss ich mal nachgucken. Nanu? Da steht ja ein großes Auto bei den Nachbarn. Jetzt tragen sie die Kisten rein. Ziehen die etwa aus? Das wäre ja schade. Die haben zwei so fribotastisch tolle Kinder. Fribo, was machst du hier draußen? Warum guckst du da aus dem Fenster? Naja, Dominik, ich glaube, unsere Nachbarn ziehen aus. Guck mal da. Weißt du, die mit den beiden Kindern, mit Lukas und Sophie? Schade, oder? Die sind immer so nett und die wohnen ja noch gar nicht so lange hier. Du, ich... Die ziehen eigentlich nicht aus, Fribo. Die bleiben hier. Was? Oh, gut, gut. Und was macht dann das große Auto hier? Guck mal da. Fahren die vielleicht in den Urlaub? Die nehmen ja ganz viele Sachen mit. Vielleicht fahren die zum Nordpol. Ja, bestimmt. Da ist es so zitterkalt. Da brauchen sie natürlich viele Sachen. Also, eigentlich, Fribo... Warte, ich schau noch mal nach. Ah, jetzt kommt der Lukas raus. Komm, komm, guck mal, guck mal. Lukas kommt raus und Sophie auch. Aber die sehen ja ganz traurig aus. Sophie weint ja sogar. Vielleicht wollen die gar nicht zum Nordpol. Ich mache auch lieber Urlaub. Urlaub am Meer. Fribo, komm mal mit. Ich muss dir was erklären. Na gut. Was willst du mir erklären? Erzähl mal. Also pass auf, Fribo. Ja. Die ziehen nicht aus und die fahren auch nicht in Urlaub. Na, dann ist ja gut. Sondern... Was? Die Eltern haben sich getrennt. Das heißt, jetzt zieht der Papa in eine andere Wohnung und die Mama und die Kinder, die bleiben hier im Haus wohnen. Wie? Was? Getrennt? Was meinst du damit? Warum zieht der Papa in eine andere Wohnung? Das ist doch ein großes Haus da. Da haben die doch alle Platz. Ja, Platz ist genug, aber darum geht's gar nicht, Fribo. Nicht? Die Mama und der Papa, die wollen nicht mehr zusammen leben, nicht mehr zusammen wohnen. Hä, das verstehe ich nicht. Warum wollen die nicht mehr miteinander wohnen? Das ist doch viel besser. Ja, das finde ich auch, Fribo. Ja. Oh, wie erkläre ich dir das denn am besten? Es ist total schwer zu erklären und auch schwer zu verstehen. Vielleicht sind deshalb auch Lukas und Sophie so traurig, weil sie auch nicht verstehen können, warum das so ist. Ja, dann ist das doch ganz klein Fall für Fritz die Fragezeichen. Die kann bestimmt erklären, was Trennung ist. Das ist eine gute Idee. Augen auf und Ohren gespitzt. Meine Rätselfreunde, hier kommt Fritz die Fragezeichen. Ich habe einen neuen Auftrag bekommen. Fribo möchte wissen, was es bedeutet, wenn Eltern sich trennen. Puh, das ist ein schwerer Auftrag dieses Mal. Aber trotzdem brauchen wir eine Antwort. Also lege ich gleich mal los. Dieser Fall ist in 0, nichts gelöst. Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir meine Tante Alexa. Sie hat sich nämlich von Onkel Bert getrennt und kann uns das erklären. Hallo Tante Alexa. Hallo Fritzi, schön, dass du mich besuchst. Lust auf einen Kakao? Gute Idee. Aber vorher müssen wir zusammen einen Auftrag von Fribo erledigen. Es geht um das Thema Trennung. Fribo möchte wissen, was da passiert und warum man da nicht mehr zusammenwohnen möchte. Kannst du mir und meinen Rätselfreunden erzählen, wie es bei dir war, als du dich von Onkel Bert getrennt hast? Das kann ich. Wenn sich zwei Menschen verlieben, heiraten und Kinder bekommen, dann weiß man oft nicht, wie alles wird. Welche Probleme wird man haben und schafft man es, sie zusammen zu lösen? Als ich deinen Onkel Bert kennengelernt und mich in ihn verliebt habe, fand ich ihn genial und dachte, mit ihm schaffe ich alles. Wir schwebten auf Wolke 7 wie zwei Luftballons. Und dann haben wir unsere Zwillinge, Jule und Tom, bekommen. Und wegen denen habt ihr euch getrennt? Nein, im Gegenteil. Die beiden haben uns noch enger zusammengeschweißt. Das Leben war super.
Wir waren richtig glücklich. Aber irgendwann fingen die Probleme an. Das ist normal. Zum Beispiel geht die Waschmaschine auf einmal kaputt und man weiß nicht, woher man das Geld für eine neue nehmen soll. Oder man hat Probleme auf der Arbeit und deshalb jeden Tag schlechte Laune. Wenn man Probleme zusammenlöst, hat man das Gefühl, dass man mit dem anderen zusammen alles schafft. Wenn man das nicht schafft, dann verletzt man sich immer mehr. Mag nicht mehr in der Nähe des anderen sein, weil das wehtut. Und dann wird es schwierig, zusammen zu leben, weil man sich immer wehtut, wenn man sich nahe kommt. War das so bei dir und Onkel Bert? Ja, leider. Irgendwann haben wir nur noch nebeneinander hergelebt und nur miteinander geredet, wenn es um Jule oder Tom ging. Wir sind uns aus dem Weg gegangen, damit es keinen Streit gibt und wir uns nicht mit Worten verletzen. Und dann kam der Tag, an dem wir entschieden haben, uns zu trennen. Onkel Bert hat sich eine Wohnung gesucht und ist ausgezogen. Jule und Tom sind bei mir geblieben. Am Wochenende sind sie bei ihrem Papa und in den Schulferien bei mir oder ihm. Trennung ist nicht lustig, das tut weh. Aber es hat noch mehr weh getan, sich ständig zu verletzen, wenn man sich näher kam. Deswegen war es besser, dass wir uns getrennt haben. Mama und Papa haben sich gestern gestritten. Heißt das, dass sie sich auch trennen? Nein, Fritzi. Streiten und vertragen ist ganz normal. Du hast dich doch auch schon mal mit deiner besten Freundin Nele gestritten, oder? Und ihr seid immer noch befreundet, richtig? Ja, das stimmt. Siehst du? Und eins ist noch ganz wichtig, Fritzi. Was denn? Ihr alle, Fribo, du und deine Rätselfreunde, müsst euch unbedingt 5 Sachen merken. Nicht alle Eltern trennen sich. Streiten in einer Ehe oder Freundschaft, das ist völlig normal. Kinder sind niemals schuld an der Trennung ihrer Eltern. Eltern trennen sich nicht von ihren Kindern. Und Eltern haben ihre Kinder noch genauso lieb. Jetzt habe ich es verstanden, aber das Thema ist nicht schön. Das stimmt. Aber es gibt trotzdem eine gute Sache. Gott ist auch dann da und hilft jedem. Mama, Papa und allen Kindern. Und das ist super. Fribo würde sagen, das ist fribotastisch genial. Und jetzt trinken wir deinen leckeren Kakao, Tante Alexa. Und ihr macht's gut und denkt dran, immer die Augen auf und die Ohren gespitzt. Eure Fritzi Fragezeichen. Also ich finde das blöd, dieses Trennen. Und was ist mit Lukas und Sophie? Tja, also die haben immer noch Mama und Papa, aber eben nicht mehr gleichzeitig. In der Woche sind sie bei der Mutti und am Wochenende oder im Urlaub, dann fahren sie zum Papa und wohnen dort. Ich bin trotzdem dagegen. Da müssen wir was unternehmen. Ich bin auch total dagegen, Fribo, aber ich glaube, da können wir nicht viel machen. Das ist die Entscheidung von den Eltern gewesen. Und ob ich da was tun kann? Pass mal auf! Ja, hol das Auto! Was machst du denn da, Fribo? Oh, ich geh sogar gegen das! Was tust du? Stopp, hol das mal! Hey, Fribo, mach mal! Du kannst doch nicht einfach... Hey, hey! Fribo, was soll denn das? Was tust du denn da? Ist doch ganz klar, ich versperre die Straße. Hilf mit, komm! Wenn die Straße voll ist, dann kann das Auto nicht mehr wegfahren. Dann kann keiner weggehen. Das ist doch Schwachsinn, Fribo. Du kannst doch nicht die ganze Straße zustellen. Die wird freigeräumt, dann fahren sie trotzdem weg. Nicht? Kann nichts machen? Außerdem müssen auch andere Autos da durch. Das geht nicht. Na gut, dann brauchen wir Kakao. Ich brauche Kakao. Wieso brauchst du jetzt Kakao, Fribo? Natürlich brauche ich Kakao. Ja, wofür denn? Willst du dir auch noch rauswerfen oder was? Nein. Ach, Kakao springt irgendwas. Das machen wir doch nicht aus dem Fenster. Ach, was? Aber nichts viel besser als bei einem Streit ein süßer Kakao. Das hat mir meine Uroma immer gesagt. Und wenn wir uns gestritten haben, jawohl, dann hat sie jedem eine Tasse Kakao gekocht. Und dann haben wir es viel besser vertragen. Du meinst, wir bringen den Kakao rüber zu den Eltern und dann trinken die ihn zusammen und reden miteinander? Genau, und dann wollen die sich nicht mehr trennen. Das wäre schön, Fribo, aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Da reicht Kakao doch nicht mehr aus. Nicht, aber mehr fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Dir vielleicht? Nee, mir auch nicht, Fribo, aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus mit Trennungen und sowas, aber... Was machen wir denn? Ich kenne jemanden, der sich richtig gut auskennt, Fribo. Der weiß genau, wie sich das anfühlt mit der Trennung. Wer denn? Na Gott. Gott? Hä? Ja. Wieso denn Gott? Pass mal auf, komm mit. Ja, ich komme. Erzähl doch mal. Also, weißt du noch, wie das ganz am Anfang war von der Bibel? Ganz am Anfang? Ja, das war ganz toll.
Da hat Gott nämlich die Welt gemacht. Das haben wir auf dem Dachboden auch schon alles mal nachgebaut. Stimmt, das war genau. Wunderschön. Gott hat die Welt und die Menschen geschaffen, ja, ne? Adam und Eva. Genau. Oh, das muss toll gewesen sein. Adam und Eva konnten Gott ja sehen. Sie konnten mit ihm sprechen. Sie konnten auch mit ihm spielen. Und sie konnten sogar mit ihm kuscheln. Das war bestimmt wunderschön. Das war alles, wie es sein sollte. Guck mal, hier habe ich Adam und Eva. Oh ja. Die zwei, ne? Mhm. Und die waren mit Gott zusammen im Paradies. Aber weil ich nicht weiß, wie Gott aussieht, habe ich hier einen Zettel mal, wo Gott draufsteht, ne? So. Oh ja. Und Gott und die Menschen waren zusammen. Mhm. Das war richtig toll. Aber dann ist ja die Sache passiert, ne? Ach, du meinst das mit dem Baum und den Früchten, die sie nicht essen sollten? Ganz genau, das meine ich, ne? Die Menschen haben an Gott gezweifelt und ihm nicht vertraut und ihm nicht geglaubt, was er gesagt hat. Und dann ist es passiert. Was ist passiert? Na, die Trennung. Ne? Die Menschen haben von der Frucht gegessen und dann mussten sie aus dem Paradies raus. Oh. Und das war nicht nur doof für Adam und Eva, das war auch ganz schlimm für Gott, weil er die Menschen liebt und weil er mit ihnen zusammen sein wollte. Und deshalb versucht Gott die ganze Zeit, diese Trennung rückgängig zu machen. Und die ganzen biblischen Geschichten, die wir schon gehört haben, ne, da geht es immer darum, wie Gott diese Trennung wieder rückgängig machen will. Wie er möchte, dass wieder die Menschen und er zusammen sein können, weil er die Menschen liebt. Und da hat er einen Plan und das versucht er immer wieder. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Weil Gott möchte, dass er und wir wieder zusammen sind. Und weil er den Menschen immer nah ist. Egal, ob sie ihn gerade möchten oder nicht. Gott ist immer da? Dann heißt das, Gott mag gar keine Trennung. Mag keine Trennung. Nee, Trennungen sind ja meistens blöd. Ne? Tun meistens weh und sind irgendwie schade und machen was kaputt. Hm. Aber es gibt Trennungen. Und ja. Gott weiß das ganz genau. Er weiß, wie sich das anfühlt. Ja, weil er es selbst erlebt hat. Aber wenn Gott sich so gut auskennt mit Trennung, dann kann er doch da was machen. Natürlich, Gott ist Gott, der kann was machen. Aber guck mal. Gott hat ja den Menschen auch einen freien Willen gegeben, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Auch wenn die Entscheidungen manchmal Gott nicht gefallen und auch anderen Menschen nicht gefallen. Ja. Ja, so ist das eben. Guck mal, in der Bibel, die ganzen Geschichten, die wir schon gehört haben, da sind ja auch meistens Menschen, die ziemlich blöde Entscheidungen treffen manchmal, oder? Wer denn? Naja, Adam und Eva mit dem Baum oder Kain und Abel, ne? Oh ja. Oder bei Jakob und Esau. Immer machen Menschen irgendwelche blöden Sachen, die anderen wehtun. Und auch bei uns ist es ja so. Guck mal, ich habe auch schon Sachen gemacht, die dich traurig gemacht haben, oder? Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Und auch du hast schon Sachen gemacht, die mich traurig gemacht haben. Ich? Wirklich? Hm, überleg mal, fällt dir bestimmt was ein. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen und keinen Holzwurm, der nicht schon mal irgendwann jemand anders traurig gemacht hat. Ja, das stimmt, da hast du recht. Kann man so sagen, ne? Mhm. Aber weißt du, was die Bibel uns noch zeigt? Nee, was denn, was denn? Dass Gott uns nie alleine lässt. Oh, niemals. Schön. Egal, was wir für Blödsinn gemacht haben, egal, ob wir gerade einen doofen, traurigen Tag haben oder nicht, egal, ob wir gerade eine doofe Entscheidung getroffen haben, die anderen wehtut, oder ob wir gerade traurig sind, weil andere blöde Entscheidungen getroffen haben, Gott ist bei uns und lässt uns nie alleine. Oh, jetzt weiß ich, was wir tun können. Was denn? Na, wir können Lukas und Sophie das sagen, dass sie nicht alleine sind und dass Gott sie genau verstehen kann, weil er weiß, wie sich eine Trennung anfühlt. Das ist eine gute Idee, Fribo. Und Kakao können wir trotzdem gebrauchen. Los, schnell, wir brauchen Kakao. Kannst du noch schnell welchen machen? Okay, ich gehe runter. Ich habe auch schon eine Idee. Und koch Kakao und du denkst noch mal nach, was wir machen können, ja? Ja, ich habe schon eine Idee. Also, da brauche ich das und das. Tut das gut. Tja, wisst ihr, wenn man eine Blümchen trinke, dann muss ich auch trinken. Wie, ihr glaubt mir nicht, dass Blumen trinken? Natürlich. Klar, ich zeig's euch, wie meine Blümchen hier trinken. Achtung, dazu setze ich mal lieber meine Schutzbrille auf. Wir haben hier eine wunderschöne Tulpe. Und die sitzt in einer Wasservase oder steckt. Und die trinkt nämlich so. Achtung. Jede Blume hat so eine Art Röhrensystem hier drin. Und durch dieses Röhrensystem wird das Wasser, was sie von unten aufnimmt, direkt in die Spitze der Blume transportiert. Dahin gebracht. Das zieht sie da sozusagen auf. Und naja, wie das aussieht und damit kann man gute Versuche machen. Man kann nämlich so ein Blümchen zum Beispiel blau werden lassen oder rot. Glaubt ihr mir nicht? Ja klar. Ich zeig's euch. Achtung. Also,
Du nimmst eine weiße Blume, wie zum Beispiel eine Tulpe oder eine weiße Rose. Dann schneidest du sie schön schräg an. Zack. Und dann bereitest du dir ein Wasserglas vor. Und in dieses Wasserglas tust du etwa 6 Teelöffelchen Tinte rein. Ich habe jetzt mal hier blaue Tinte. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, schaut mal, wie schön blau das ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und dann steckst du die Blume rein. Aha. Und dann brauchst du ein bisschen Geduld. Und Geduld, ein bisschen warten. In der Zeit kann man ganz viele andere tolle Sachen machen. Und wenn du ein bisschen gewartet hast, dann sieht das so aus wie meine Tulpen, die schon ein bisschen drin ist. Ich habe da nämlich mal was von meinen Omachen Mariechen vorbereitet. Die liebt nämlich Blumen. Und ich habe mir gedacht, dieses Mal kriegt sie eine ganz besondere Blume. Schau mal, hier steckt zum Beispiel eine Blume. Die ist schon in dem blauen Wässerchen eine Weile drin. Beide. Und du kannst sehen, wie viel diese Blume schon getrocknet hat. Siehst du? Da ist sie nämlich schon ganz blau an den Blüten. Und hier vorne sieht man das auch ganz wunderbar. Hat die schon viel getrunken. Das ist toll, oder? Und man kann sogar noch viel tollere Sachen machen. Man kann zum Beispiel, wie bei dieser Blume hier, bei der Tulpe, den Stiel in 2 Teile teilen, unten ein bisschen zerschneiden. Das sieht man hier dann. Bitte nur mit Mama und Papa schneiden. Ganz, ganz wichtig. Messer sind ja so scharf. Und dann kommt die eine Hälfte von dem Stiel zum Beispiel wie hier bei mir in rotes Wasser. Und die andere Hälfte kommt in nicht gefärbtes Wasser. Und dann hast du ganz am Ende die Hälfte der Blume. Hast du dann rot. So wie hier, dass so gut zu sehen ist. Und auf der anderen Seite ist es ganz weiß. Ist das nicht wunderbar? Oh, wie schön. Das ist toll. Und das kann man mit allen möglichen Farben machen. Mit allem, was du findest, ja? Also zum Beispiel auch mit Grün, ja? Gibt ja verschiedene Tintenfarben zum Beispiel. Und dann ist es wunderbar. Und daran siehst du, wie die Blume trinkt. Die zieht sich das Wasser durch das Röhrensystem nach oben. Und du siehst, dass sie überall, wie schön die Farbe da entlang gegangen ist. Also wer hat gesagt, dass Blumen nicht trinken? Jawohl. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das zeige ich euch eben nochmal. Ich habe hier so ein schönes Tuch. Und dann siehst du gleich, wenn ich das hier reinhalte in das Glas, dann siehst du, wie sich das gleich da... guck mal, wie das nach oben wandert. Siehst du das? Und die rote Farbe, die wandert einfach mit. Immer höher, immer höher. Wird dann immer so. Und wenn man jetzt noch eine ganze Weile warten würde, würde es noch ein bisschen weiter wandern. Das sieht man hier auch ein bisschen. Das geht dann in die einzelnen Teile rein. Und so siehst du das hier. So zieht sich das auch in so einem Blümchen nach oben. Und man sagt auch immer, umso dünner die Rohre sozusagen, das Rohrchen ist, umso höher steigt es dann. Aber bei der Blume ist es so, die zieht sich das bis in die letzten Spitzen der Blüte und das Blümchen und der Blätterchen muss das Wasser da rein. Toll, oder? Wow! Und so kriegt die ganze Blume was zu trinken. Super, oder? Und nicht nur, dass die Blume genug zu trinken kriegt, sondern wir kriegen auch noch ein tolles Geschenk zusammengebastelt hier. Nämlich von Omachen Mariechen. Die wird sich riesig darüber freuen. Bestimmt mindestens genauso sehr wie Fribo und ich. Fribo und ich haben uns nämlich auch sehr gefreut. Nämlich, Achtung, wir haben Post bekommen. Schaut mal her. Wir haben Post bekommen von Emily. Oh, was glaubst du, wie ich mich gefreut habe? Und Fribo auch. So schöne Bildchen haben wir gemalt. Malt auch ein Bildchen oder macht ein Foto von den Sachen, die ihr gebastelt habt. Oder vielleicht von den Rosen oder Tulpen oder anderen weißen Blumen, wie wir auch noch stehen haben. Und ja, ich freue mich einfach total. Und Fribo auch. Du hättest den mal sehen müssen, wie der sich gefreut hat. Wir waren ganz außer uns. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und ja, jetzt eilig schnell zu Omachen Mariechen mit den schönen Blümchen. Die wird sich nämlich total freuen. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr euch auch mal mit einem Bildchen bei mir meldet. Und vielleicht malt ihr mir mal eure Blume auf oder fotografiert sie und schickt es dann an uns. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, und bei der Blume, naja, da warten wir jetzt mal eine Runde.
Und dann sehen wir mal, was daraus geworden ist. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Oh. Du hast Durst. Ja, ja, das sieht man. Ich hol auch noch mal mein Säftchen. So, Fribo, der Kakao ist fertig. Oh, super, super. Ich bin auch fertig. Hier ist ja alles ganz bunt. Ja. Ja. Hast du die gemacht, die Papierflieger? Natürlich, ich bin der beste Papierfliegerbastler der Welt. Super. Ah, die fliegen so richtig gut. Ja, ja. Toll. Aber das ist nicht irgendein Flieger. Mach mal einen auf. Oh, da steht was drauf? Ja, ja, da steht was drauf. Aha. Ach, klar. Und da ist ja noch mehr drin. Super. Zeig mal her. Lies mal vor. Also. Einladung. Mhm. Einladung zur großen Bibelschatzkistenöffnung. Mhm. Spannende Geschichten und warmer Kakao warten auf euch. Das ist ja toll. Und was hast du jetzt damit vor genau? Naja, Gott lässt die Menschen ja nie alleine. Egal, ob sie ihm gerade vertrauen oder nicht. Egal, ob er von ihnen getrennt ist und egal, was passiert. Und wir machen das jetzt genauso. Wir zeigen Lukas und Sophie, dass sie nicht alleine sind und Gott sie versteht. Jawohl, das machen wir. Das ist eine super Idee. Dafür zeigen wir ihnen auch alle unsere Bibelschätze in unserer Truhe. Und wir trinken Kakao. Das finde ich super klasse, Fribo. Jetzt werfen wir die Papierflieger mit der Einladung aus dem Fenster rüber zum Nachbarhaus. Pass auf, du wirfst die Papierflieger, du hast sie auch gemacht. Ja. Ne? Und ich gehe runter und frage die Eltern von Sophie und Lukas, ob die jetzt zu uns rüberkommen dürfen, die beiden. Ne? Und mit uns Kakao trinken und die Bibelsachen angucken dürfen, okay? Ich kenne die Eltern nämlich, ne? Oh ja. Ja? Machen wir so? Also ich werfe die Flieger und du gehst zu den Eltern fragen. Genau, das machen wir so. Okay. Kannst du noch Kekse mitbringen? Kekse, super Idee, mache ich. Kekse. So, ja. Jetzt lass ich Papierflieger fliegen. Wer will mit? Wer will mit? Ja, ja, auch nicht alle auf einmal. Ja, ja, ihr kommt alle mit. Nee, nee, nicht alle. Du kommst mit und du kommst mit und der Rote noch und der Rosane auch. So, komm mal mit rüber jetzt. Komm. Oh, jetzt. Haha, jetzt geht's los. Juhu, ja, der fliegt schon besonders weit. Oh, hallo, Lukas, der ist für dich. Ja, juhu. Fribo!